Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaupunks und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Gas Station Simulator. Ich muss ein bisschen eilen, denn wir haben Kundschaft. Da will jemand unbedingt noch ein bisschen Sprit haben und unser Kraftstoffstatus ist niedrig. Ich glaube, das ist auch nur eine Info. Das ist nur eine Info. Okay, warte. Dann schließen wir jetzt einmal die Tanke. Oh, wir müssen schnell sein, bevor der da ankommt. Warte, warte, warte. Geschlossen. So. Bestellen dann eben ein bisschen neuen Sprit. Und kümmern uns dann gleich am nächsten Morgen um die nächste Runde Kundschaft. So, Lieferung. Ich bräuchte ein bisschen Kraftstoff und zwar gehen 200. Ja, 164 gehen. Bestellen. Wunderbar. So. Während wir auf den Kraftstoff warten, kümmern wir uns hier mal noch um diese Halle. Da müssen wir dringend drin aufräumen. Ist ein bisschen dreckig, deswegen gehen wir jetzt mal alles. Ich versuche mal wieder ein bisschen Weitwurf zu machen. Geil. Läuft, würde ich sagen. Hier ist irgendwie ein Schlagzeug drin. Wird hier mal geprobt? Ist das irgendwie so ein Bandraum oder was ist da los? Stelle das Lager über den Hauptbildschirm am PC wieder her. Kann ich hier erstmal noch ein bisschen... Erstmal lass mich noch ein bisschen Müll aufsammeln, Moment. Bevor wir das Lager wieder herstellen, erst Müll aufsammeln. Das kann alles bleiben. Dieser alte Stuhl kann noch weg, dann ist auf jeden Fall auch Müll. Ich habe keine Ahnung, was davon noch wichtig ist. Das hier ist auf jeden Fall auch Müll, komm. So. Schauen wir mal. Ich mache mal die Tür wieder zu. Und dann können wir schön über den PC das Lager wiederherstellen. Da war noch die Palette wegschmeißen. Was ist da oben eigentlich? Ist da auch noch der Müll? Ach, guck mal. Hier ging es mal los, ne? Hier hat das mal ursprünglich begonnen. Hier sind wir wach geworden. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich will es auch nicht wissen. Egal. So. Okay, Benzin ist da. Pumpen wir eben ab. Moin. Uwe, alles gut bei dir? Ja, ne? Sorry, dass ich diesmal so spät raus... schicken musste, aber mir ist ja der Sprit ausgegangen. War ein bisschen blöd geplant, ne? Ja, sorry, sorry. Ich hoffe, dir geht's gut. Was macht die Familie? Was macht die Kinder? Hm. Geht dir gut? Na, das hört man auch gerne. Uwe, ich will dich gar nicht aufhalten, ne? Wenn leer gepumpt ist, kannst du dann, ne? Upsala. Upala. Komm schon rein da jetzt. Wunderbar. So. Dann wollen wir mal das Lager wiederherstellen. $50. Guck mal. Da ist sogar ein Teddy am Schlagzeug. Okay. Bestelle zusätzliche Produkte zum Verkaufen in der Registrierkarte. Lieferung am PC. Lieferung. Produkte. Okay. Je mehr verschiedene Produktmarken in den Regalen, desto mehr werden die Kunden kaufen. Die Preise ändern sich jeden Tag um Mitternacht. Grüne Pfeile zeigen einen günstigeren Preis an. Rot bedeutet, dass der Preis ungünstiger ist. Du machst trotzdem einen Gewinn, aber bei günstigen Preisen ist der Gewinn einfach größer. Du kannst die Preiskurve verfolgen, indem du dir den Preisverlauf für jedes... Ja, weiter wissen wir nicht, aber passt schon. So, wir können jetzt endlich Alkohol kaufen. 20 mal Bier. Und Funkorn. Also wir kaufen mal ein bisschen den billigen Scheiß. Also, das billig. Das ist billig. Amsterdamer ist billig. Also, Alkohol ist gut, Zigaretten natürlich drin. Dich, Premium Tabaco und Super Blend. Eiscreme. Eiscreme. Popcorn, das, das, das. Das und das und das. Und dann? 600 kostet das. Geil. Das ist ein bisschen viel. Dann kaufe ich... Kommt das weg.
Und das weg. Und das weg. Und das weg. 542 immer noch zu teuer, dann noch das Footy weg. Und mein Lager ist auch voll. Passt auch gar nicht so rein. Ah doch, geht. Jetzt aber. Nee, passt nicht ins Lagerhaus. 260. Jetzt. Nee, immer noch nicht. Ach, ich hab's jetzt geschnallt. Das ist unser Lager, das ist das, was hier die Bestellung hätte. Okay. Okay. Jetzt hab ich's verstanden, alter Mann. Okay, verlassen. So, warte auf die Ankunft des Lieferwagens und packe dann alle Produkte ins Lager. Ja, sehr gerne. Habe ich wieder Benzin am Start? Lieferwagen braucht noch 400 irgendwas Meters. Ich kann ja so lange noch ein bisschen aufräumen, ne? Was ist das eigentlich hier für ein Abfall? Komm, wir räumen derweil noch ein bisschen auf. Bis der Lieferwagen kommt, eben noch ein bisschen aufräumen. So eine alte, schöne, gabbelige Matratze. Nice. Da freut man sich doch immer drüber. Hier ist sogar das passende Gestell noch für die Matratze. Wir können uns so ein kleines Bett bauen. Okay, da scheint der LKW zu kommen. Moin. Warte, ich mach die Tür auf. Ja, ja, komme. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Dass man das auch alles selber machen muss, ne? Moin, Günther, lang nicht mehr gesehen. Hast du ein bisschen neue Ware für mich am Start? Das ist nett von dir. Günther? Ach, ich muss selber auspacken. Cool. Das muss auch wirklich in die Lager rein. Verrückt. Okay. Das ist halt schon irgendwie cool gemacht, ne? So. Alles klar, Günther, ne? Dann pack mal zusammen, hau raus. Wir sehen uns, ne? Bis dann. Tschüss. Und sowas kann man nicht verkaufen irgendwie? Den Kram? Ja, Günther, vorsichtig. Günther, die Türen! Ich mach das mal eben in der Fahrt noch. Ja gut, das eine Türchen bleibt halt auf. Hau rein, Günther! Du, passiert, ne? Günther hat das nicht gemerkt. So, fülle die Regale mit Produkten aus dem Lager auf. Sehr gerne. Nee. Scheiße. Ist noch so ein Gemälde, das packen wir dahin. Pack jetzt das eine Regal hier hin. So, zum Aufheben. Okay. Place all, place all, place all. Und hier das gleiche. Place all, place all. Mehr haben wir nicht. Es ist keine Produkte mehr. Ups. Ja, das gönne ich mir jetzt einfach mal, ne? Das nennt man dann Verlust machen. Gut. Okay. So, dann würde ich sagen, Tankstelle öffnen, kann wieder abgehen. Ein neuer Tag. Nimm den Anruf entgegen. Ach, mein Onkel möchte wieder was von mir. Moin, Onkel. Dann quatschen wir noch kurz mit ihm und dann geht's aber auch weiter, ne? I see you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Good. Good.
I wouldn't have it any other way. I just wanted to remind you, I'm not the only one judging your performance. Sure, your uncle knows better how to keep a business going and wants to see you flourish. But my approval only goes so far. The real approval you need to watch out for is the one given to you by your customers. If word of slander gets out, you might even sell Egyptian diamonds for free, and nobody will bat an eye. Keep those customers happy. You hear? Okay, ich lese nochmal auf Deutsch vor. Hey, ich sehe, du arbeitest hart daran, deine Tankstelle wieder zum Laufen zu bringen. Gut. Ich würde es nicht anders haben wollen. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass ich nicht der Einzige bin, der dich beurteilt. Sicher, dein Onkel weiß besser, wie man ein Geschäft am Laufen hält und er möchte dich florieren sehen, aber meine Anerkennung geht nur so weit. Die wirkliche Anerkennung, auf die du achten musst, ist die deiner Kunden. Wenn sich die Verleumdung herumspricht, kannst du sogar ägyptische Diamanten umsonst verkaufen und niemand wird sich interessieren. Halt deine Kunden bei Laune, hörst du? What? What? Popularität. Sammle positive Rückmeldungen von Kunden, um die Popularität der Tankstelle zu erhöhen. Eine höhere Popularität erhöht den Verkehr rund um die Tankstelle, was wiederum die Zahl der Kunden erhöht. Positives Feedback kannst du erhalten, wenn die Tankstelle sauer ist und effizient betrieben wird. Also sauber wahrscheinlich. Okay. Dann machen wir wieder auf den Hobel. Neuer Tag, neues Glück, Leute. Ich habe wieder frischen Sprit für euch am Start. Kann also weitergehen. Aber wir müssen hier nochmal eben ein bisschen Farbe ranklatschen. Oh oh. Eben die Säulen noch wieder schwarz machen. So, ich würde sagen, die Tankstelle ist sauber, oder nicht? Wie sieht's drin aus? Alles im grünen Bereich. Kann noch nichts mehr schief gehen. Wir können noch ein paar Regale vielleicht kaufen. Ich guck mal, was man noch so kaufen kann. Einrichtung. Regale. Einen großen Alkoholstand. Also wenn, ne, dann würde ich ja eigentlich, aber nee, wir fangen erstmal mit einem kleinen Alkoholstand an. Zigaretten ebenfalls. Oh, können wir uns nicht mehr leisten. Scheiße. Okay, warte. Den Alkoholstand packe ich mal hier so hin. Also Alkohol ist ja klar, ne? Das wird gehen ohne Ende. Place all, place all. So, wir sind Schnaps am Start. Da freuen sich die Leute. Moin. Da geht es schon direkt los. Ja, morgen, ich guck mal eben nur kurz, ne? Ja, ja. Lass dir Zeit. Kaufe ein WC am Computer, Registrierkarte, sonstiges in Merkmale. Einrichtung. Sonstiges. Merkmale. Parkplatz. Toilette. Kostet 50. Kann ich mir das leisten? Ja, ganz knapp, ne? Eine einfache Toilettenkabine. Halte sie sauber. Sonst wirst du mehr verlieren, als du jemals gewinnen gehofft hast. Okay, so, warte. Wir müssen jetzt mal abkassieren hier. Moin, geht los. So. Ich hab gedacht, sie holen sich auch noch ein bisschen Schnaps oder so. Jo, immer gerne. Da geht aber weiter. Nächster bitte. Nice, guck mal, die ist zufrieden. Ah, hier endlich der Schnaps und das Bier. Ja, gönn dir, ne? Mach dir einen schönen, du. Moin, da kommt Kundschaft an der Tanke ran. Und an der Kasse. Ah, warte, erstmal den Polizisten hier noch abkassieren. Immer gerne, ne? So, hier einmal Sprit. Gar kein Problem. Ich fühle ihn doch gerne. Bisschen nach. Fege die Toilette mit einem Besen. Wo ist denn die Toilette? Ich habe irgendwo jetzt eine Toilette. Ach, da. Um Gottes Willen. Erstmal die Toilette sauber machen. Alter. Da brauche ich nichts mit dem Besen. Alter, ist das eine Scheißwurst?
Igitt, Mann, hier liegt einfach eine Kackewurst rum. Oh Gott. Okay, ist ein bisschen abartig, aber ist okay, ist okay. Der Vorbesitzer hat hier nicht wirklich sauber gemacht. Der hat einfach nochmal alles vollgeschissen und hat sich dann gesagt, okay, passt. Okay, den Eimer noch raus. Boah, ist das widerlich. Besen. In der linken oberen Ecke wird der Verschmutzungsgrad angezeigt, weiß ich doch. Warum erzählst du mir das nochmal? Erstmal schön die Kacke einfach mit dem Besen wegmachen. So, kann ich hier noch mehr sauber machen? Klingt, als wäre hier jemand mit einem Tattoo-Stand unterwegs. So, erhöhe die Popularität-Level der Tankstelle um 1. Wird gemacht. Ist das der Cleaning-Plan? Schön, schön, schön. Also WC ist sauber, Tankstelle geht so. Gehen wir kurz bei hier. Ja, lalalalalala. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, ne? Sehr schön. Wie viel Geld haben wir? 95. Reicht das schon für ein Eisregal? Ich würde auch das gerne nochmal umbauen. Ich packen wir dann doch lieber mal dahin. Ne, da oben drüber. Ne, dann hier hin. Das kann dann dahin. Sehr schön. Wir brauchen nämlich noch so ein Eisregal. Da möchte jemand Kraftstoff haben. Geht los. In seine kleine Mupfel hinein. Also schneller betankt werden sie nirgendwo. Ich sag ihm, wie das ist. Ne? Ich wünsche ihnen einen schönen Tag noch. Ne? Reingehauen. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich mache erstmal sauber hier, nicht, dass die schönen Waren schmutzig werden. Ne? Wow, super. Super. Immer gerne. Hi. Kann ich mir jetzt das nächste Regal leisten? Dekoration, Einrichtung, Regale. Zigarettenregal, 139, jawohl. Regale, Zigarettenregal. Das kommt hier an der Wand ran, ne? So, und füllen mit allem, was wir haben. Moin, hab jetzt auch Zigaretten im Angebot, also falls Sie möchten. Ich würde Sie jetzt nicht fürs Rauchen begeistern, aber... Na, coolen Kids und so, wissen Sie doch. Hashtag Realtalk, ich habe noch nie in meinem Leben geraucht. Bin so ein richtiger Nichtraucher, Alter. Das einzige, das höchste der Gefühle, war zu Silvester mal eine Zigarre. Das war's. Okay, und mal Shisha irgendwann. Zum Ausprobieren. Aber so normal, reguläres Rauchen oder so tue ich gar nicht. Have a nice day! So. Der Mülleimer muss eben geleert werden. Wie sieht es da hinten mit dem Mülleimer aus? Auch den leeren wir einmal. Schön rauf da. Ich würde sagen, also unsere Tankstelle, wir haben das im Griff, oder nicht? Also, ich bin ganz zufrieden. Dann können wir eben die Müllabfuhr nochmal wieder rufen. Müllabfuhr bitte einmal, weil es ist halt schon wieder voll. Moin! Guck mal, ich bin schon da, bevor sie bestellt haben. Das ist krass, oder? Zack! Oh komm, da geht auch ein bisschen mehr, oder? I owe you one. So, ich gehe mal derweil noch ein bisschen Müll einsammeln, was irgendwie nicht geht. Irgendwie, die kann ich irgendwie nicht einsammeln. Verstehe ich nicht. Manchmal geht's, manchmal nicht. Tschüss! Okay. Schwingen wir wieder den Besen. Ah, der macht ja auch alles dreckig hier, ne? Mit ihren Kackschuhen. So, was kostet denn so ein Eisregal? Das fehlt uns nämlich noch. Einrichtung. Regale. Eiscreme. 229 kostet eine Eistruhe. Dann haben wir erstmal alles. Snackregal haben wir ja. Erfrischungsgetränkeregal haben wir. Autopflege kommt dann als nächstes. Ich bin gespannt. Oh, ist das schon wieder soweit? Ja, Hahn ist gut. Bleib mal entspannt. Oh, nee, die Kackwurst ist wieder rausgefallen. Okay, meine Lieben. Ihr hört den Hahn krähen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst spreche Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder.
Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.